Heute geht's für Harry und Gerry in den Urlaub. Und das voll elektrisch, versteht sich. Ob unsere E-Profis dabei Schiffbruch erleiden? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute im Pinzgau. Gerry, was sehen wir heute? Wir sind heute auf Urlaub da. Also wir tun so, als wären wir auf Urlaub. Die Urlaubszeit steht ja schon fast vor der Tür. Und für viele E-Autofahrer die Frage natürlich, wie ist es mit dem E-Auto und Urlaub? Und wie ist es mit Laden? Und darum haben wir heute einmal eine Urlaubsfahrt simuliert, zumindest eine kurze. Wir sind nach Leogang gefahren. Der Akku ist leer. Das Auto ist ein bisschen dreckig, wie man sieht, also wie es halt im Urlaub so ist. Und jetzt werden wir mal schauen, wie das dann so weitergeht. Unsere E-Profis haben sich das Hotel Forsthof gut ausgesucht. Hier treffen sie Peter Löschberger, den stellvertretenden Hoteldirektor. Das Forsthofgut betreibt jetzt einen neuen Ladepark mit 35 Ladepunkten. Das nutzen Harry und Gerry gleich aus, um ihr E-Auto für die spätere Heimreise wieder aufzuladen. Ihr habt also, wie ich gesehen habe, also jede Menge Ladepunkte errichtet. Mhm. Was war denn da der Hintergrund? Also der erste Hintergrund ist einfach, dass wir relativ früh erkannt haben, dass die Gäste immer mehr mit E-Autos kommen. So einfach ist das. Also vor der Haustür sind auf einmal viele gestanden und wir haben nur bedingte E-Lademöglichkeiten gehabt. Und das hat uns direkt zu einem Problem geführt. Mhm. Und ja, dann haben wir uns erkundigt und halt einfach geschaut, was ist da am gescheitesten. Und wie so vieles im Forsthofgut wollen wir einfach regional bleiben und wollen uns da auch auf was beziehen, was wir schon kennen. Mhm. Und das war definitiv die Salzburger AG. Und so haben wir eigentlich dann entschlossen, Ladesäulen zu machen. Mhm. Und auch in der Größe einfach, dass man wirklich mehr als wie nur ein paar Garagenplätze hat, sondern fast eigentlich den ganzen Parkplatz ausgestattet hat. So einen Ladepark zu betreiben, ist ja keine Kernkompetenz von einem Hotelier. Was hast du denn da für Dienstleistungen, also möglicherweise, die im Hintergrund notwendig ist? Ich denke an das Abrechnen, ich denke also jetzt also an Dinge, die dann also auch, wie kriege ich ausreichend Strom her und so weiter. Wie habt ihr denn das gelöst? Nach mehreren Erfahrungen oder nachdem man sich da ein bisschen was eingeholt hat, muss man ehrlich sagen, bin ich drauf gekommen, man braucht ein komplettes Paket, was man kauft und nicht nur eine Säule oder nicht nur ein Kabel, wo ich mich dann um die Abrechnung kümmere. Da gibt es ja wirklich viele verschiedene Dinge und auch dort muss ich sagen, ja, war am Ende des Tages schon die Salzburger AG, das Angebot, wo wir einfach gewusst haben, okay, da nehme ich wirklich eine Sache und muss mich nicht mehr um alles rundherum kümmern und die Abrechnung funktioniert ja komplett autark. Da haben wir nur mehr die Mitsprache beim Tarif zum Beispiel. Aber das ist etwas, was für uns einen riesen Mehrwert bringt, weil den Mehraufwand könnten wir nicht haben und wie du schon sagst, die Kernkompetenz, das ist schon gar nicht für uns. Also bin ich einfach froh, dass das Ding da steht, der Gast kann anstecken und alles im Hintergrund läuft automatisch. Nachhaltigkeit und Elektromobilität stehen im Forsthofgut schon seit vielen Jahren an der Tagesordnung. Nicht nur für Gäste selbst, den hoteleigenen E-Shuttle-Dienst, aber auch für die MitarbeiterInnen. Ihr habt ja schon seit vielen Jahren auch E-Auto-Pkws im Einsatz, da vor allem unter dem Aspekt Mitarbeiterfahrzeuge. Genau. Wie geht es euch denn mit diesen Autos? Hören du immer wenig davon, das ist immer positiv. Je weniger man von was hört, desto besser ist es. Aber ich glaube, der Hintergrund, wieso wir die überhaupt angeschafft haben, die Autos sind ja insgesamt 7, beziehungsweise eigentlich 8, ist, dass wir gesehen haben, die Bindung der Mitarbeiter zum Betrieb hat was mit Mobilität zu tun. Also klarerweise, es spielen immer Faktoren wie Gehalt und so zusammen, aber wir in Leogang müssen auch den Mitarbeiter ein bisschen bedienen mit Wohnung und auch mit Mobilität. Und bei den Fahrzeugen haben wir gesehen, wenn man das anbietet, haben wir plötzlich ein viel größeres Pool an Mitarbeitern, die man kriegen kann. Nicht jeder hat ein Auto, nicht jeder möchte sich eins leisten. Also eine klassische Win-Win-Situation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Betriebe und das in ruhiger Idylle. Doch genau diese Idylle gerät jetzt in Gefahr. Möchtest du einige? Nein, nicht unbedingt. Aber? Aber wir konnten eine Challenge machen. Okay. Da drüben sehe ich ein Sub stehen. Ja. Und ich fahre mit dem Sub da drüber und wenn ich eine fahre, habe ich Pech gehabt und wenn ich nicht eine fahre, dann kriege ich von dir ein gutes Abendessen und eine gute Flasche Wein. Da sind wir dabei. Machen wir das? Machen wir das. Das probieren wir. Top, die Wette gilt! Na, ob das für Thomas Gottschalk gereicht hätte? Wir werden sehen. Mit vollem Einsatz und purer Muskelkraft geht Gerry auf das Sub. An den Haltungsnoten arbeiten wir vielleicht noch etwas, Gerry? Ob man beim Stand-Up-Paddeln nicht auch stehen kann?
Harry, das Abendessen und die Flaschen Wein, die war jetzt wirklich leicht verdient. Okay. Weil das Wasser hat 7 Grad und da finde ich, kann man schon Boden drin. Das ist kein Problem. Du wirst also ein perfekter Eisbader. Ja, genau. Gary wärmt sich wieder auf und die anderen genießen die schöne Natur rund um das Hotel. Aber Wettschulden sind halt Ehrenschulden. Das ist aber nicht das Abendessen. Der Kurzurlaub im Hotel Forsthofgut ist beendet. Jetzt geht's wieder ab nach Hause. Das heißt für Harry zurück zum E-Auto. Die Ladesäule zeigt also jetzt 18,1 Kilowattstunden, die wir geladen haben. Das waren jetzt knappe 2 Stunden. Damit kommen wir auch in etwa auf die Ladeleistung von 11 Kilowattstunden. Damit wir den Ladevorgang beenden, müssen wir die Ladekarte wieder hinhalten. Jawohl, jetzt haben wir mit den 18 Kilowattstunden das Auto ungefähr auf 40% aufgeladen. Wir wollen aber ganz sicher sehen, dass wir also auch noch mehr Energie ins Auto einbringen. Und nicht weit weg gibt es eine neue Ladestation der Salzburger AG bei der Talstation der Assitz. Das ist ein Hypercharger und da werden wir so richtig aufladen jetzt und da fahren wir hin. Ladestationen, der holt sich die alle online runter. Jetzt sieht man alle in der Nähe, jetzt haben wir da die ganzen Forsthofgut. Und jetzt machen wir schon 150 kW. Könnten wir jetzt einen Filter setzen, dann war der gleich direkt angezeigt. Ja. Und jetzt gehen wir da drauf und sagen Start. So einfach funktioniert also in Elektroautos die Suche nach der nächsten Ladesäule. Einfach dem Navi folgen und anstecken. Gerrit, du kriegst also jetzt die Ladekarte, meine persönliche, zur Verwahrung. Gut. Okay. Was tun wir damit? Die werden wir jetzt gleich in Betrieb bringen. Wir haben da einen Schnelllader. Ja. Und ja, man kann nicht genug Strom im Auto haben. Ja, 150 kW hätten wir da. Ja. So viel werden wir nicht brauchen können. Nein. Aber wir schauen mal, was reingeht. Okay. Gary, ich sehe da einen QR-Code und ich sehe also dort Icons von irgendwelchen Bezahlmöglichkeiten. Was sagt uns denn das? Da sieht man folgende Dinge. Ja. Also den QR-Code, das hast du schon angesprochen, den braucht man zum Identifizieren der Ladesäule in der App, also in der Lade-App der Salzburger AG. Dann habe ich daneben eine ganz wichtige Geschichte, das ist die sogenannte Ladesäulennummer oder Ladesäulenkennzeichnung. Das ist ein Buchstaben-Zahlencode und der ist sehr wichtig, wenn ich ein Problem habe mit der Ladesäule und mit der Hotline telefoniere. Auf jeder Ladesäule ist eine Telefonnummer drauf. Diese Hotlines sind in der Regel 24/7 besetzt. Und damit die genau wissen, wo ich bin, wollen die dann die Ladesäulenkennzeichnung sehen. Und das ist das, was da herinnen steht. Und das, was rechts unten steht, kennt dann eh jeder. Das ist die Möglichkeit, wie ich den Strom jetzt bezahlen kann. Es gibt ja grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Ich habe einen Ladevertrag, in dem Fall mit der Salzburger AG, dann ist das hinfällig, weil dann geht das alles über den Ladevertrag. Wenn ich mit der Salzburger AG oder mit dem Ladesäulenbetreiber, wo ich gerade bin, keinen Ladevertrag habe, dann braucht man das sogenannte Ad-Hoc-Laden. Und Ad-Hoc-Laden heißt, ich muss jetzt irgendwo mit einem Zahlungsmittel das Ganze bezahlen und da sieht man an den Symbolen, welche Zahlungsmittel jetzt an dieser Ladesäule möglich werden. Tipp, der für alle wichtig ist, die mit dem noch keine Erfahrung haben. Ad-Hoc-Laden ist natürlich immer teurer als Laden über einen Ladevertrag. Wir haben heute also gelernt. E-Mobilität ist auch im Tourismus so richtig angekommen. Die Salzburger AG ist dabei sehr gerne ihr Errichtungs- und Betriebspartner, damit sich ihr Betrieb auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Und mit ein paar Klicks findet man überall Strom zum Laden und geht wegen E-Mobilität auf keinen Fall baden.